Südafrika, Provinz Nordwest. Über 1100 Meter über dem Meeresspiegel. Die gelben Hürden haben auch ihren Weg nach Rustenburg gefunden. Alles dabei für die Vorbereitung auf die Aufholjagd. Die TSG startet die zweite Runde der Saison in der Verfolgerrolle. Man sagt, es gäbe komfortablere, leichtere Ausgangspositionen. Es ist eine Ausnahmesituation und wir wissen, was uns in der Rückrunde erwartet und was wir von uns auch erwarten müssen oder erwarten können und abrufen müssen. Da dient so ein Trainingslager natürlich ideal dazu, noch näher zusammenzurücken, aber ich denke einfach, dass man trotzdem auch in Ruhe arbeiten muss, trotzdem sich nicht von diesen Dingen auch ablenken lassen. Klar sein, dass und die Situation dann annehmen, das ist eine Sache, aber sich verrückt machen lassen ist die andere und das dürfen wir nicht. Nicht verrückt machen lassen, warum auch? Vielmehr konzentriert vorbereiten auf das, was kommen mag, Grundlagen legen für das, was kommen wird. Als Mannschaft den so oft zitierten Bock umstoßen, als Team zusammenrücken und wachsen. Wir wissen um die Lage und spricht man mal vielleicht drüber, aber jetzt nicht irgendwie ausgeweitet darüber, dass man es groß thematisiert, sondern wir versuchen das Ganze eher dann hier, sage ich mal, die Bedingungen und das Trainingslager ja, positiv aufzunehmen, auch Selbstvertrauen in gewissen Dingen zu tanken, wie du es schon gesagt hast, auch zusammenzurücken. Ich denke, das sind so Dinge, die entscheidend sind und wichtig sind und das andere, denke ich, muss schon längst passiert sein. Das andere, die Auseinandersetzung mit der Ausgangslage, schwierige Situation, umso simpler das Rezept. Ist klar, am Ende des Tages zählt einfach der Kampf um die Punkte einfach. Egal wie und egal auf welche Art und Weise. Punkten, Punkten, Punkten. Und das ist auf jeden Fall der Ansatz für die Rückrunde. Aber zuerst der Kampf gegen den Schweinehund, beißen für die Aufholjagd, schwitzen in Rustenburg.